Sehr viele Unternehmen müssen ja quasi Bälle jonglieren, um das mal so zu formulieren, damit sie eben gerade im kleinen Unternehmen möglichst erfolgreich agieren, dass man seine Kunden betreut einerseits, dass man seine neuen Kunden möglichst gut gewinnt, dass man seine potenziellen Leads möglichst nicht kalt werden lässt. All solche Sachen gehört ja letztendlich zum Umsatzmanagement dazu. Es gehört aber auch dazu, dass man bestehende Kunden eben im Servicebereich besser betreut oder zumindest so betreut, dass die Kunden das Thema gefühlte Nähe haben. Ist das damit gemeint oder ist das Thema Umsatzmanagement mit einer ganz anderen Bedeutung, wie ich es jetzt interpretiert habe, gefüllt? Ich glaube beide. Also das plus aber auch, wenn man sagt, Umsatzmanagement ist halt, also wenn man sagt, man hatte den ganzen Teil Vertrieb, den wir abgedeckt haben und unser Produkt ausgebaut haben, dann gibt es den ganzen Teil Marketing, ja, dann gibt es den ganzen Teil Retention, also Realität, Kunden, Stammmanagement, und dann gibt es aber auch noch weitere Funktionen wie zum Beispiel Projektmanagement, also all die Teams, die dahinter sitzen und zusammenarbeiten müssen, cross-funktional, um unseren Kunden begeistern zu können und Kunden zu halten zu können, aber auch diese Invoicing-Functionalities, also das Produkt ganz, also noch viel weiter, also alle Themen, die wirklich so ein Umsatzmanagement, also nicht, und es geht ja auch weg von, man kann ja nicht sagen, so Projektmanagement ist ja irgendwie schon kein CRM mehr. Und ich glaube, die Definition von CRM ist eigentlich sehr spitz, aber es wird schon, CRM wird genutzt, um eigentlich viel mehr zu beschreiben. Und wir haben jetzt einfach den Titel gegeben, Umsatzmanagement-Plattform, weil es natürlich viel mehr ist als einfach nur ein CRM. Ich find's sehr schön, dass Sie deutsche Begriffe verwenden. Insofern, das möchte ich jetzt auch mal lobend erwähnen. Das kommt viel zu selten vor. Es wird viel mit Buzzwords, Anglizismen rum sich geworfen. Insofern kann ich nur sagen, ich finde es klasse, dass da eben mal ein einfacher, verständlicher Begriff genutzt wird. Und wenn das rüberkommt, ich glaube, das ist ja auch Ziel unseres heutigen Interviews, dass man eben sagt, okay, da gibt es was Neues, da kommen jetzt auch neue Features dazu, aber eben auch die Positionierung ist ein bisschen jetzt neu definiert worden. Finde ich das hoch spannend und eben natürlich auch wichtig für uns. A, die zuhören, B, wie wir dann auch täglich draußen beim Kunden agieren und sagen, hey, da gibt es dieses Tool und dann könnt ihr euch das mal so und so anschauen. Weil am Ende, das haben Sie indirekt ja auch gesagt, ein kleines Unternehmen, wir sind jetzt auch kein großes Unternehmen, aber ein kleines Unternehmen geht ja an dieser Schnittstellendiskussion mehr oder weniger kaputt, sage ich jetzt einfach mal überspitzt. Wenn ich Daten von A nach B tragen muss, von B nach C tragen muss, na, Sie haben das Thema Invoice genannt, Sie haben das Thema Ticketing, wobei das war schon lange drin, in dem Fall bei Ihnen, aber solche Dinge, die jetzt neu dazukommen, wenn ich das immer nochmal von A nach B mit Schnittstellen versehen muss, dann ist das für eine kleine Unternehmung noch mehr eine Last wie für ein großes Unternehmen. Und deswegen ist da natürlich ein Rieseneffektivitätsvorteil drin, wenn man das entsprechend liefert. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter.